Hallo Let's Play-Zuschauer! Heute möchte ich euch mal ein Spiel näher bringen oder vorspielen oder wie auch immer, was mir früher schon sehr gut gefallen hat und jetzt letztens, wo ich es durchgespielt habe, auch heute immer noch wieder gut gefällt, obwohl es eigentlich schon ja, ein etwas älteres Semester ist. Ihr könnt es schon sehen, The Dig werde ich spielen in der deutschen Version mit komplett Vertonung. Ich weiß gar nicht, ob damals die erste Version, die ich hatte, schon mit Voice-Ausgabe und richtig Ton war. Da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Aber ich glaube, so brillant wie jetzt war es auf jeden Fall noch nicht. Und wenn ich jetzt gleich auf Start klicke, dann fängt es gleich mit dem Intro direkt an. Und da werde ich auch größtenteils meine Klappe halten, dass man das einfach genießen kann, weil allein das Intro ist schon fast ein Highlight des Spiels. Und wer Science Fiction mag, der wird The Dig eigentlich lieben müssen. Okay, los geht's. Natürlich fehlst du mir, Liebling. Das ist der verlassenste Platz auf Erden. Das Aufregendste, was hier passiert, ist, dass es mal nicht regnet. Tut mir leid, Liebling. Hier kommt gerade Arbeit. Was zum Teufel ist das? Komm mal her, Pete. Wir haben hier einen dicken alten Asteroiden auf direkten 3 Wochen Kollisionskurs mit der Erde. Asteroid wurde Attila genannt, nach dem großen Hunnenkönig, der kurz vor dem Fall des Römischen Reiches Europa verwüstet hat. Attila wurde zuerst von einer Beobachtungsstation auf Borneo gesichtet. NASA-Quellen verlauten, dass die Wahrscheinlichkeit eines Zusammenstoßes mit der Erde 99% beträgt. 5, 4, Zündung, 2, 1... Das Shuttle ist gestartet. Für eine solche Mission wurde das Shuttle nicht entwickelt, aber wie Commander Boston Low gestern Abend in einer Pressekonferenz sagte: Wenn das Shuttle die letzte Hoffnung der Menschheit ist, dann wird es den Job übernehmen müssen. Boston, Captain Commander Low! Nur die Ruhe, Herrschaften. Lassen Sie mich das Landungsteam vorstellen. Ludger Brink ist ein bekannter Geologe. Er wird die Daten auswerten, um die exakte Position der Sprengsätze zu ermitteln. Wir müssen sehr präzise vorgehen. Wir wollen Attila ja nicht in 1000 Teile sprengen. Denn wenn wir das tun, werden einige Teile mit Sicherheit die Erde treffen, mit schrecklichen Folgen. Und Maggie Robbins muss ich Ihnen wohl nicht mehr vorstellen. Sie ist vermutlich die bekannteste Journalistin der Welt. Maggie, Sie haben einmal gesagt, dass Sie sich niemals irgendeiner Zensur fügen würden. Jetzt stehen Sie unter dem Kommando der NASA. Miss Robbins Berufung ist und bleibt der Journalismus. Aber auf dieser Mission ist sie... Ich glaube, dass ich die Frage auch selber beantworten kann, Commander Low. Danny, ich bin für diese Mission ausgebildet worden, um bei der Befestigung der Sprengladungen zu helfen. Wenn ich zurückkomme, bin ich wieder Reporter und werde Ihnen alles darüber berichten. Aber während der Mission bin ich Teil der Mannschaft und werde Commander Low Gehorsam leisten wie jeder gute Soldat. Das könnte die größte Story von allen werden. Maggie Robbins leistet Gehorsam. Aus ihren Lebensläufen geht hervor, dass Professor Brink außerdem ein angesehener Archäologe ist. Und Maggie ist bekannt für ihre Begabung, fremde Sprachen zu lernen. Ist das reiner Zufall? Nein, überhaupt nicht. Wir wollten für diese Mission nur die Besten haben.
Dr. Brink und Mrs. Robbins haben keine engen Spezialgebiete. Beide haben ein breites Wissen, sind hochgebildet und kreative Denker. Geht das auch für Sie, Commander Low? Mein Job ist es, alle lebendig nach Hause zu bringen. Ich muss nicht brillant sein, ich muss nur vorsichtig sein. Die anderen beiden Crewmitglieder werden im Shuttle bleiben. Ken Borden ist unser erfahrenster Shuttle-Pilot. Cora Miles ist die Spezialistin für unsere Ladung. Wie Sie wissen, ist sie Kandidatin für den Kongress. Aber wir dachten, die Erde zu retten ist wichtiger als ihre Wahlkampagne. Außerdem ist es billiger. Zum Abschied noch eine Nachricht für die Leute auf der Erde? Wir haben genau eine Chance. Wir müssen es richtig machen. Mögen all Ihre Gebete mit uns sein. Hier, kommt her, Leute. Das Wasser ist ganz warm. Robbins hier. Gehe auf Selbstversorgung. Willkommen in der wundervollen Welt des Alls. Fliegen Sie nicht irgendwo gegen. Ich pass schon auf, Commander. Brink hier. Gehe auf Selbstversorgung. Brink. Willkommen an dem Ort, wo sich Geologie und Astronomie treffen. Ein Professor sagte mir mal, Astronomen sind Geologen mit sauberen Händen und schiefem Blick. Werden Sie ihn damit irgendwo zitieren, Robbins? Im Moment bin ich nur Teil des Landungsteams, Commander Lowe. So, und an dieser Stelle endet das Intro und man darf tatsächlich die Steuerung übernehmen. Und die Gelegenheit nutze ich auch gerade, um hier einen Cut zu setzen und schon mal gerade zu speichern. Nennen wir das mal so. Jawohl. Okay, dann sehen wir uns gleich wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.